What's up, Skateboarder? Yes, es gibt mal wieder Neuigkeiten, wieso das hier eine meiner favorite Schuhe of all time geworden ist, erzähle ich euch jetzt in diesem Video. Let's go! Wer ist dein Dealer? Sag, wer ist dein Dealer? Wer ist dein Dealer? Sag, wer ist dein Dealer? Vor einem Jahr haben wir New Balance neu in unseren Shop reinbekommen und natürlich, als die ganzen Modelle da waren, wusste ich, ich muss sie sowieso alle reviewen, aber mein großer Fokus war natürlich auf Thiago Lemos, einer der geilsten Pro-Skater der Welt mit den heftigsten Pop, Style etc. Und er hat sogar zwei Pro-Modelle schon rausgebracht. Einen habe ich sogar an. Ich ziehe mal ganz kurz aus und zeige euch direkt mal, was ich auf meinen Füßen habe. Das ist der hier, der 1010. Ein wunderschönes Teil. Ich habe den zuerst in komplett schwarz ausprobiert mit Windleder. Dazu gibt es natürlich komplett schon ein Video. Der erste Eindruck ist online. Hier ist das Ganze in Glattleder. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Werde ich bestimmt auch machen. Ein wunderschöner Schuh. Ich will ihn so noch behalten. Ich will gar nicht damit skaten. Favorite Schuhe vom Aussehen. Und natürlich war klar, ich musste auch das zweite Pro-Modell ausprobieren. Direkt hinterher der Thiago Lemos 808. Und hier natürlich gibt es auch ein Video vom allerersten Eindruck. War auf jeden Fall hier übertrieben geil. Ich bin reingeschlüpft. Es fühlt sich übertrieben geil an. Also er umschlingt deinen Fuß, passt sich geil an. Du fühlst dich überaus geschützt in diesem fetten Schuh. Fetteste Sohle, das heißt, du hast gar keine Angst, Primo zu landen, Stufen zu fahren. Hier ist auf jeden Fall Fettpolster und das ist natürlich, was mir persönlich immer sehr gefällt. Und dann natürlich generell, der Schuh ist voll fett. Das heißt, wenn hier Board hier so irgendwo gegenkommt, du hast nicht direkt Verletzungen, ne? Weil es halt erstmal fette Sohle, fette Zunge. Hier ihr hinten auch sehen könnt, Ferse und eine Achillessehne. Voll fett gepolstert. Man fühlt sich wirklich geil. Ne? Der Komfort ist das natürlich, was das Gefühl und der Komfort ist das, was am meisten zählt. Hier war es für mich so, dass ich reingekommen bin. Erster Trick und ich habe direkt Game of Skate gespielt, erinnere ich mich. Wir waren im Kennedy Skatepark und dann so, ja, ein bisschen warm werden, lass mal ein bisschen skaten und dann direkt ein Game of Skate gespielt und alle Tricks haben First Try geklappt. Richtig geil. Digga, ich zeig euch die ganze Zeit hier den neuen. Nein, ihr wollt natürlich den sehen, den ich geskatet bin. Und das ist er hier. Ich bin ihn auf jeden Fall über einen Monat saftig geskatet. Er hat heftige Sessions in sich. Und guckt euch das an. Man sieht schon die Verletzungen hier von ihm. Hier ist viel weg von Heelflips, würde ich behaupten. Dann die Schnürsenkel. Da, wo hier eigentlich diese beiden Protektoren sind, ist der Schnürsenkel trotzdem fast gerissen. Wie ihr seht, ganz knapp hängt er hier noch an der Seite. Dann hier beim Drehflip, Kickflip, hier sieht es aus fast wie neu. Das ist wirklich überraschend. Ist auch dreimal vernäht, hier ist nichts aufgegangen. Also es gibt so zwei größten Sachen, was halt richtig geil ist, ist dieses, du fährst an und der erste Trick funktioniert einwandfrei. Drehflips, also du fühlst direkt beim ersten, du musst den Schuh nicht einfahren. Es gibt sehr, sehr viele Schuhe, wo du reinschlüpfst. Und dann musst du erstmal so ein bisschen damit warm werden. Du brauchst erstmal 1, 2, 3, manchmal eine Woche sogar, ein paar Tage und ein paar Sessions, bis du so reinkommst in den Schuh, bis der Schuh sich anpasst und bis du auch das Gefühl hast für den Schuh. Das ist hier nicht, das ist hier gar nicht. Hier ist, du schlüpfst rein und let's fucking go. Und das ist das, was eigentlich direkt, warum er direkt dann so auf Favorite of all time wird, weil es von der ersten Sekunde so Liebe auf den ersten Kickflip und Drehflip, weil du fühlst, wie geil sich das hier flickt. Und das ist das, was natürlich der große Vorteil ist. Der Zusatz, warum das wirklich der beste und der All-Time-Favorite wird, ist, der so lange hält. Das heißt, du hast hier lange was davon. Der bleibt lange geil. Du fährst ihn über einen Monat und es ist immer noch derselbe Flick. Du kannst dich darauf verlassen, dass der Kickflip und Drehflip und die ganzen Sachen genauso präzise kommen wie am ersten Tag. Deswegen, eigentlich ist es super simpel. Es ist so natürlich so eine ganze Kombo aus, wie er aussieht natürlich, ist sehr, sehr geil. Dann, wie ihr seht, auch die Sohle hat hier nichts abbekommen. Hier sieht es aus wie neu, hier sieht es aus wie neu. Nach heftigem Streetskaten. Ich bin mehr, also was heißt hier mehr als beeindruckt? Natürlich, das ist ja immer, ich habe das gar nicht erwartet. Ne? Weil, wie gesagt, wenn man jetzt das vergleichen würde mit dem ersten Schuh, den 1010, ist der hier für mich der Gewinner auf jeden Fall. Vielleicht werde ich schon mal so ein ganzes Video machen im ganzen Vergleich. Weil der andere gefällt mir auch geil und der hat auch einen speziellen Flake. Ist aber ganz, also ich muss wirklich sagen, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ist interessant, dass Thiago Lemos beide designt hat und beide geskatet ist, weil ich finde, das sind zwei ganz andere Schuhe, fühlen sich ganz anders an. Deswegen hier aber definitiv
Wow, 808 Thiago Lemos, das ist my favorite shoe of all time von New Balance auf jeden Fall. Ich würde auch doch sagen, der ist Top 3 of all time forever. Er ist sogar ein bisschen noch geiler als noch so ein paar andere. Ich werde wahrscheinlich nochmal so ein Video machen, meine Top 5 Schuhe. Und dazu wäre extra so ein Video mit Top 5 Best Shoes of all time auf jeden Fall. Also abonniert den Channel, verpasst das nicht. Aber hier, der hier, große Empfehlung. Checkt das ab, probiert den aus. Und natürlich an diejenigen, die den schon hatten, bitte in die Kommentare. Was sagt ihr? Fandet ihr, hat er lang gehalten im Gegensatz zu anderen Schuhen? Dann, er hat lange gehalten, geil gehalten. Nicht nur gehalten lange, es gibt Schuhe, die halten lange, aber die verlieren irgendwann die Geilheit. Das heißt, so nach einem Monat, der sieht noch immer noch gut aus, aber der flippt sich nicht mehr so geil, weil einfach das Gefühl nicht mehr da ist. Das ist halt hier so geil, dass das bis zum letzten Augenblick immer noch das geilste Flipgefühl ist. Und dass er so lange hält und dass die Sohle überhaupt nicht kaputt ist. Und ja, overall einer der favorite Schuhe of all time. Deswegen, ich habe mir natürlich sowieso den jetzt in 4 verschiedenen Farben direkt gesichert in meiner Größe. Deswegen, wenn ihr auf die Webseite geht, die großen fetten Schuhe sind alle weg. Nein, also checkt das ab. Es gibt natürlich, wir haben den in Schwarz, wir haben den in Grün, wir haben den in Grau und in Beige, in sehr, sehr geilen verschiedenen Farben. Also geht da auf die Webseite www.ogsketchup.de, checkt den Schuh, holt euch das Teil und genießt das geile Gefühl von Trailflips, Kickflips, Nosegrinds. Shut the fuck up, das ist der geilste Schuh, den ich seit längerem geskatet bin. Auf sehr überwältigend und überrascht über so eine neue Errungenschaft natürlich auch hier im Shop zu haben, weil wenn man so überzeugt ist von einer Sache, dann ist natürlich voll geil, das euch hier mitzuteilen, dass das so ein, von jetzt auf gleich so eine krasse Liebe und Leidenschaft geworden ist, Thiago Lemos 808 zu skaten. Wunderbares Gefühl, bester Schuh auf jeden Fall. Vielen Dank natürlich New Balance an Thiago Lemos. Vielen Dank natürlich an die ganzen Leute, die hier zuschauen. Geht selber skaten, man verliert keinen Tag. Den einen Tag würde skaten. Trailflips, No Scrunch ist ein verlorener Tag. Also verliert keinen Tag. Habt Spaß. Peace. OG Distribution. Das heißt also für euch alle da draußen, die irgendwie ein eigenes Brand haben oder eins machen wollen oder ihr habt einen Laden oder wie auch immer. Ihr wollt auf jeden Fall Boards bedrucken oder sonst was, was ihr bedrucken wollt im Skateboarding ist. Wir sind am Start. Meldet euch bei uns. Bei den Boards fängt das circa bei 50 Boards an. Da bedrucken wir jetzt Boards, also 1, 2, 3, 4, 5 Boards, also so kleine Mengen bedrucken wir jetzt gar nicht. Es geht wirklich ab 50 los und dann natürlich auf Anfrage, je mehr man bestellt, desto günstiger ist natürlich der Preis, welche Farbe man will und so weiter und so weiter. Also wie gesagt, da müsst ihr einfach ein Angebot anfragen. Ich werde natürlich eine E-Mail-Adresse hier unten drunter einfach knallen. Da könnt ihr gerne alle Anfragen stellen, was ihr haben wollt oder wie es aussehen soll oder was möglich wäre. Und dann checken wir ab, weil wie das Ganze dann aussehen soll. Zum Beispiel auch hier mit sowas wie mit einem Sticker hier in der Folie dahinter und so ein Quatsch. Das können wir natürlich dann alles beim Angebot alles abchecken zusammen, wie ihr das gerne hättet. Ich häng mit OG dem Pop.